Letzte nochmal ein, Markus? Was Schönes? Ja. Nee, wieso ein, zwei Kontaktvisionen? Vielleicht drei, dann sollte es gut sein. Hab ich eingeladen? Hier den Tanklaster. Ihr habt einen Zweisitzer. Moment, halt, stopp. Ihr habt einen Viersitzer, ne? Nö, ja, ich hab zwei Sitzer. Ich hab einen Viersitzer. Zwei Sitzer? Ja, warte, ich hab einen Viersitzer. Kannst ruhig reingucken. Warte mal, dann fahren wir oder so. Fahren wir zusammen. Alles gut. Ich hab ja die Karre hier. Dann fahren wir. Fahren wir zusammen, ist gleich besser, oder? Ich fahre mein Tütchen weiter vor. Nee, du hast doch vier Sitze, Moment. Sag ich doch. Ja. Ich fahre nur vor, damit du da reinkommst. Ja, ich dachte, wir haben. Ihr habt einen Zweisitzer gehabt. Deswegen, alles gut. Eieiei. Aua. Das war ja jetzt unübersehbar. Wie war das, so ein Führerschein? Nein. Mich wundert das gerade gar nicht. Eigentlich müssten wir uns ja echt mal in Real Life mit allen Leuten treffen. Also Yvonne, Markus, ich und Enrico. Das müssen wir mal wirklich festhalten. Und wir erstmal so mal ein Wochenende, ein kleines Crew-Wochenende machen. Ah, ich glaube aber, da wohnen einige dafür ziemlich weit auseinander. Ich weiß nicht. Hey. Geht doch schon irgendwie übers Wochenende oder so. Gut, Markus und ich wohne nicht weit weg, ja, 20 Kilometer auseinander oder so. So. Ey! Aua! 6 KI. Ja, scheiße, dass wir nur zu zweit reinpassen. Genau, Ivan, scheiße, dass bei dir nur zwei reinpassen. Hey, which one of my skills is required? Okay, keep in touch. Auf den Weg.
Ich wundere gerade, dass wir wirklich keine Feinde an der Backe haben. Hatten wir doch gerade. Ja, die paar, die da an der Tankstelle standen, ja. Und ist auch schwer gestellt. Ja, ja. Das war aber nicht viel. Normalerweise gibt es solche Missionen, dass immer noch Feinde hinterherfahren müssen. Ich glaube, das ist ein Kilometer vom Ziel oder so. Yvonne wird gejagt. Lass doch mal. Ja, Yvonne müsste das eigentlich kennen. Es gibt ja öfters mal Momente, wo Männer mit harten Knüppeln hinter ihr herrennen. Wie brennt da wieder irgendwie ein Auto? Warum brennen da Autos? Bei der DRP 7000. Eine kriegen wir locker noch in die Folge davon. Nee, gut. Hä? Muss ich doch mal im freien Modus machen. Ja. War keine von den dreifach dabei, deswegen. Ja, ist gut. Sind ja auch nur die Lahmarsch-Mission. Die Lahmarsch-Mission, was? Mhm.
Ah, Mist. Nee, warte, warte, warte. Falsch, falsch, falsch. Oh. Nochmal neue suchen. Aber ich hab dir jetzt angenommen. Ja, aber das waren nur zwei Spieler, müsste. Ja, gut, das ist dann blöd. Auch wieder nur zwei Spieler. Das ist das Problem, viele von den Amar-Missionen sind halt nur für zwei Spieler. Ja. Ist das dein Ernst, Kev? Hä? Ich habe gar nichts gemacht. Ja, ja, ja. Voll unschuldig und so. So, eingeladen. Ja. Anni ist auch wieder nur zwei Spieler. Mann, ja. Alter. Oh. Weißt du was? Ist doch zum Kotzen. Jetzt habe ich ja was für vier Spiele. So, jetzt könnt ihr reinkommen. Rauchverbot. Ab auf die Rückbank. Auf die Strafbank. Ist ja auch direkt hier, aber gut. Egal. Ja, der war gut, Baby. Der war jetzt. Ich dachte, ich krieg so eine Scheiße nur hin. Der hätte mich auch von mir kommen können. Ich wollte auch einmal Scheiße bauen. So. Ja, in sämtlichen Folgen war Baby immer die, die nichts eingestellt hat. Meistens war ich das. Einmal sei ich jetzt. Einmal können. Muss ich auch was machen können. Ja. Das war jetzt der absolute Bringer. Jetzt aber Spaß zur Seite.
endlich ist der Typ tot. Ich renne schon weg hier. Du gehst zu Fuß, sind noch einfach. Ich hab mir doch schon neben dir gehalten, Baby. Ich hab doch ein Auto. Oh. Anstatt dass du einfach mit einsteigst, läufst du erstmal die 10 Kilometer bis zum eigenen Auto. Dann halt nicht. Weißt du, ich stehe schon neben ihr. Was macht Baby? Läuft einfach weiter erstmal zu ihrem eigenen Auto. Ich merke schon, Markus war wieder unterwegs. Ich stehe bei Autos neben der Straße. So, da kann ich das Screen schon mal ausmachen, ne? Wir haben ja noch einen Moment. Okay. Soll ich euch den Baum zeigen oder was wollt ihr jetzt? Baby. Wir fahren so ja. Manchmal bist du wirklich verwirrt. Eigentlich ist es doch unsere Aufgabe, dir den Baum zu zeigen. Ja. Aber eure Blicke waren jetzt gerade einfach so gut wieder auf der Stadt, dass das Ding in die Luft gegangen ist. Ich habe eigentlich den Typen da analysiert. Ja, ja. Er hat doch schön den Anhänger weggesprengt. Liefer den Abhänger. Was macht Baby? Schießen weg. Der ist mir zu groß, Buff. Ja. Zu groß und zu hart. Oh Mann. Das ist wie im echten Leben. Ist die Rakete zu explosiv, kann Baby nicht mit umgehen. So.